Willkommen zu Professor Dr. Christian Helmenstein, Chefökonom in der IV, in der Industriellen Vereinigung. Transformation, unser Hauptthema, was kommt, was bleibt, das ist die große Frage. Er ist Chefökonom in der IV, Geschäftsführer des Wirtschaftsforschungsinstitutes Economica, das immer wieder interessante Studien hat, gefragter Referent im In- und Ausland und deswegen auch sind wir besonders froh, dass er gerade von einer größeren Reise zurückgekommen ist, jetzt heute hier ist, um am A&W-Tag zu sprechen. Wichtigste Frage über all dem, was jetzt auf uns zukommt, wie wichtig ist der Kfz-Bereich für die österreichische Volkswirtschaft generell? Und das weiß hoffentlich auch die Bundesregierung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Christian Helmenstein. Gut. Ja, vielen Dank für die freundliche Einbegleitung. Ein herzliches Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Dem Wunsch kann ich entsprechen. Die Bundesregierung kennt sich aus, denn das, was ich Ihnen heute präsentieren möchte, war die empirische Grundlage für den Autogipfel des Herrn Bundeskanzlers. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute auch erstmals öffentlich sämtliche Daten, die damals die empirische Grundlage gebildet haben, vorstellen zu dürfen. Für was steht das automotive Ökosystem in Österreich? Uns allen ist bewusst, dass wir eine arbeitsteilige Hocheinkommensökonomie sind. Und diese Arbeitsteiligkeit wäre ja schlichtweg gar nicht möglich, wenn wir nicht die nötige Verkehrsinfrastruktur einerseits hätten und andererseits die Fahrzeuge, die die Konnektivität erst gewährleisten. Und um genau die Bestimmung des volkswirtschaftlichen Wertes dieses Ökosystems geht es heute. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen aus drei Perspektiven die ökonomische Bedeutung der Automobilwirtschaft zu präsentieren, nämlich einerseits ihren ökonomischen Fußabdruck, dann zum zweiten die Innovationsdynamik einmal zu beleuchten. Sie wissen, da gibt es erhebliche Zweifel, ob wir in Europa, auch in Österreich, überhaupt noch international mithalten können. Und drittens die Emissionsneutralität des automotiven Sektors schließlich in Augenschein zu nehmen. Kurze Anmerkung an die Regie. Habe ich eine Möglichkeit, das hier vor mir zu sehen? Lassen Sie uns beginnen mit der Definition des automotiven Ökosystems. Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Definitionskreisen, nämlich der Automobilwirtschaft im engeren Sinn einerseits und der gesamten Automobilwirtschaft im weiteren Sinn andererseits. Was zählt zur Automobilwirtschaft im engeren Sinne? Das ist der klassische Dreisprung. Die Produktion von Kfz-Teilen, der Handel mit Fahrzeugen und die Reparatur von Fahrzeugen. Das ist die Automobilwirtschaft im engeren Sinn. Und wie Sie gleich sehen werden, dieser Teil alleine hat einen für wahr beeindruckenden volkswirtschaftlichen Fußabdruck. Aber Automobilwirtschaft ist so viel mehr, klarerweise. Ich habe ja Liefer- und Leistungsverflechtungen. Beispielsweise benötige ich für die Produktion von Autos spezifische Textilien, Spezialglas, Reifen, Hard- und Software. Ich benötige auch einen entsprechenden Straßenbau bis hin zu Versicherungs- und Finanzierungsdienstleistungen, wie wir es gerade eben gehört haben. Und keiner von uns hätte einen Führerschein, wenn wir nicht irgendwann einmal eine Fahrschule besucht hätten. All das gehört klarerweise zum automotiven Ökosystem dazu. Und damit möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wie groß ist denn nun der ökonomische Fußabdruck der österreichischen Automobilwirtschaft? Und das sind für wahr beeindruckende Zahlen. Wir sprechen direkt in der weiten Definition über einen Fußabdruck von 25,1 Milliarden Euro. Wenn ich da noch die Zulieferbeziehungen und gewisse Konsumeffekte mit einrechne, dann steht die österreichische Automobilwirtschaft für 40 Milliarden Euro Wertschöpfung. Und das angesichts einer gesamten Bruttowertschöpfung in diesem Land von 450 Milliarden. Wir wissen doch alle, wir sehen uns so gerne in Österreich als Tourismusland. Ja, wir sind auch Tourismusland, aber wir sind nicht Primärtourismusland. Wir sind vor allem Industrieland und wir sind vor allem auch Autoland. Sie können das auf der rechten Seite nämlich leicht vergleichen mit dem Fußabdruck des gesamten Beherbergungs- und Gastronomiesektors. Der steht für 19 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Der direkte Effekt aus dem Ökosystem der Automobilwirtschaft in Österreich ist größer als der gesamte Fußabdruck von Beherbergung und Gastronomie in diesem Land. 25 Milliarden hier im Vergleich zu 19 Milliarden dort.
Und etwas anderes ist mir noch ganz wichtig. Im Kontext der wirtschaftspolitischen Diskussion, wie wollen wir uns eigentlich technologisch positionieren? Wollen wir eine Automobilwirtschaft in Zukunft in Europa haben, in Österreich haben und möchten wir sie auch fördern? Da bekommen Sie eine politische Teilantwort aus dem Kasten unten rechts. Nämlich in der Automobilwirtschaft und im gesamten Ökosystem der Automobilwirtschaft werden überdurchschnittlich hohe Einkommen erwirtschaftet und auch bezahlt. Und das bedeutet, wenn wir die Automobilwirtschaft verlieren, haben wir einen überdurchschnittlich großen Verlust an Wohlstand in Österreich und in Europa überhaupt zu erwarten. Denn die Produktivität im Sektor der Automobilwirtschaft ist überdurchschnittlich hoch. Die Automobilwirtschaft zu verlieren, heißt nicht nur Arbeitsteiligkeit einzubüßen, sondern auch unmittelbar Wohlstand zu verlieren. Diese enorme Wirtschaftsleistung im Ausmaß von 40 Milliarden Euro Jahr für Jahr, die fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern die wird von uns allen, die wir im Bereich der automotiven Wirtschaft unterwegs sind, erarbeitet. Über wie viele Beschäftigungsverhältnisse sprechen wir denn? In der direkten Analyse kommen wir auf 270.000 Beschäftigungsverhältnisse, die mit der Automobilwirtschaft verbunden sind. Und wenn ich jetzt die Liefer- und Leistungsbeziehungen bzw. die Konsumausgaben noch hinzurechne, steht die gesamte Automobilwirtschaft in Österreich für 429.000 Jobs. Auf der Fußzeile sehen Sie noch, ich habe das in Vollzeitäquivalente umgerechnet, dann übersetzen sich 429.000 Jobs in 400.000 Vollzeitäquivalente. Das ist auch die zwischen den Branchen vergleichbare Größenordnung. Österreichische Automobilwirtschaft in ihrem gesamten Ökosystem steht für 400.000 Vollzeitäquivalente und 430.000 Kopfgrößen. Sie sehen auch daraus, zum größten Teil haben wir in der Automobilwirtschaft selbst Vollzeitjobs und nicht eine Teilzeitflut, wie wir sie in so weiten Teilen unserer Volkswirtschaft zuletzt beobachten mussten. Auch hier hilft natürlich der Quervergleich etwas, um diese Zahlen in ihrer Dimension einordnen zu können. Österreichs zweitgrößte Stadt, Graz, hat knapp 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und Sie sehen, das gesamte Ökosystem der österreichischen Automobilwirtschaft umfasst mehr Menschen, als die Stadt Graz Einwohner hat. Und zwar gerechnet vom Säugling bis zum hochbetagten Senior. Das ist die Dimension der österreichischen Automobilwirtschaft. Lassen Sie mich zum zweiten Punkt kommen, der Innovationsdynamik. Ich möchte das wiederum zweiteilen. Erstens auf einem sehr geringen Technology Readiness Level, ganz früh in der Forschung ansetzend, wie sieht es mit unserer Publikationstätigkeit im internationalen Vergleich aus? Und dann gehe ich die Leiter um eine Stufe nach oben beim Technology Readiness Level und schaue die Patentdynamik an. Hier sehen Sie die Entwicklung der automotiven Publikationen. In Rot dargestellt die österreichische Publikationstätigkeit und die Dynamik der globalen automotiven Publikationsaktivität in Blau, die EU. Was beobachten wir? Eine extrem starke internationale Expansion bei der Publikationstätigkeit zu automotiven Themen. Und wir in Europa, wir fallen zurück. Und zwar bereits seit 2020. Manche würden das wahrscheinlich begrüßen. Ich halte das für fatal, wenn es darum geht, unsere technologische Position aufrechtzuerhalten und damit auch mittelfristig unseren Wohlstand abzusichern. Und da sind wir in Österreich leider keine Ausnahme. Uns bläst sozusagen als Automobilwirtschaft ständig ein massiver politischer Gegenwind entgegen. Und das schlägt sich dann auch nieder, dass immer mehr Menschen zurückhaltend sind, ob sie denn noch im Bereich der Automobilwirtschaft forscherisch aktiv werden möchten. Und das, obwohl wir traditionell, gerade in Europa, auch in Österreich, ein wirkliches Stärkefeld im Bereich der Publikationsaktivität aufweisen. Sie sehen in dem kleinen Inlay, dass die rote Linie oberhalb der grauen Linie liegt. Das sind unsere relativen Publikationsstärken. Und was jetzt möglicherweise für die einen oder den anderen für Sie überraschend sein mag, ist, dass wir zu den Top 5 Akteuren weltweit in Sachen Erfinderdichte bei den automotiven Patenten in Österreich zählen. Entgegen dem, was man medial häufig konsumieren kann, ist Deutschland nach wie vor der Pol der automotiven Innovation nach Maßgabe der Patentaktivität, soweit sie für den europäischen Markt Relevanz haben. Gefolgt von Luxemburg, Südkorea und Japan. Und dann kommen schon wir in Österreich, obwohl wir ja keinen OEM mehr haben.
Die OEMs kommen direkt hinter uns dann, Schweden, Frankreich. Sie werden sich möglicherweise wundern, wieso steht eigentlich Luxemburg auf Rang 2? Nun, weil in Luxemburg das Forschungsentwicklungszentrum eines US-amerikanischen Reifenherstellers angesiedelt ist. Und da sehen Sie, was Sie als kleines Land erreichen können, wenn Sie ein Commitment abgeben zu einer technologischen Weiterentwicklung der Automobilindustrie. Sie können sich an die Spitze der innovativsten Länder katapultieren. Ich würde meinen, das ist ein Auftrag an die österreichische Politik, an die nächste Bundesregierung. Attrahieren wir Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von multinationalen Unternehmen, seien es die OEMs, seien es die Zulieferer, nach Österreich. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nach Österreich, um eine neue, noch bessere Zukunft für die Automobilwirtschaft von Österreich ausgehend zu schaffen. Denn das Ökosystem dafür würden wir haben, die Ausbildungsinfrastruktur dafür in Österreich hätten wir auch. Und wie sieht es mit der Herausforderung aus, was China angeht? Nun, die sehen Sie hier abgebildet. Die ist in der Tat dramatisch. Wir haben es mit einer Verelfachung der Patentierungsaktivität mit chinesischem Ursprung im internationalen Kontext zu tun. Und das treibt natürlich auch die globale Patentierungsaktivität. Und Sie sehen, wir haben keine Reaktion, weder in der EU noch in Österreich, auf diese Herausforderung. Die Implikation müsste doch sein, den Chinesen die Stirn zu bieten und selber eine entsprechende Innovationsdynamik aufzugleisen, um technologisch mithalten zu können. Und die Herausforderungen könnten kaum besser sein, wenn wir nach Österreich gucken. Das zeigt Ihnen diese Vier-Felder-Grafik. Auf der X-Achse abgebildet, wie hoch ist eigentlich der Patentierungsanteil Österreichs an den EU-27? Das heißt, je weiter rechts ich mich befinde, desto stärker ist dieses starke Feld ausgeprägt. Und wenn ich mich links befinde, habe ich dort kein starkes Feld. Und auf der Y-Achse abgebildet, wie sieht es um die Wachstumsdynamik über die letzten Jahre hinweg aus? Und dann kommen wir zu einem extrem interessanten Befund. Wenig überraschend. Die Namen sind uns ja alle bekannt, reichen von AVLS bis BMW, haben wir ein Stärkefeld im Bereich der Verbrennungskraftmaschinen in Österreich. Da sind wir weit rechts und das Bemerkenswerte ist, wir haben immer noch eine Outperformance, auch was neue Patentierungsaktivitäten in diesem Bereich angeht, relativ zu den anderen. Wie kommt das zustande? Nicht, weil wir heute mehr in die Erforschung von Brennkraftmaschinen investieren als früher, sondern weil die anderen sich teilweise schon zurückgezogen haben. Also dieses traditionelle Stärkefeld existiert nach wie vor und wir outperformen die anderen immer noch. Aber das ist nicht das, was den Technologie- und den Wirtschaftspolitiker interessiert, sondern diesen interessiert ein Blick in die Zukunft. Wo könnten wir in Österreich in 3, in 5 oder in 10 Jahren stehen? Und dann ist wichtig, was als zweites Oval unterlegt ist, nämlich die Kategorie des Antriebs von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Sehen Sie mir bitte diesen fürchterlichen Sprachgebrauch nach, aber das ist die Originalformulierung. Bei Eurostat in Luxemburg sitzen keine Poeten, sondern Statistiker. Also der Antrieb von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Wie Sie sehen, das ist heute schon ein relatives Stärkefeld im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaaten in Österreich und vor allem, wir sind weit oberhalb des Durchschnittes. Das heißt, unsere Dynamik ist eine höhere als bei den anderen. Und wenn wir das politisch gezielt fördern würden, alternative Antriebe in Österreich zu entwickeln und marktreif zu machen, möglicherweise auch dann zu produzieren, dann könnten wir auch so erfolgreich sein, wie wir das traditionell bei den Brennkraftmaschinen waren und sind. Ich komme zum letzten Punkt. Nämlich, ich möchte nicht die ökologische Dimension unadressiert lassen. Wie sieht es um die Emissionsneutralität per 2030 aus? Was ich Ihnen heute vorgetragen habe, ist ein Konvolut in der Essenz aus verschiedenen Studien. Beauftragt vom Arbeitskreis der Automobilimporteure, vom Fahrzeughandel in der Wirtschaftskammer, von Ökolution, vom ÖAMTC, von der Industriellen Vereinigung. Und diese letzteren Punkte hier, die stammen aus einer Studie, die wir im Auftrag der letzteren Akteure gemacht haben. Wir können das 2030er Emissionsziel erreichen, indem wir bereit wären, moderat biogene Kraftstoffe beizumischen. Wenn wir den Anteil der biogenen Kraftstoffbeimischung auf nur 13,5% erhöhen würden, würden wir bereits das 2030er Ziel unter bestimmten Annahmen natürlich, was mit dem Tanktourismus und so weiter ist, erreichen können. Das ist doch sehr bemerkenswert. Warum muss ich den Verbrenner verteufeln, wenn ich durch Technologieoffenheit
und intelligente Anwendung unserer Innovationskompetenz die Klimaziele erreichen kann. Es geht ja nicht darum, Ideologien umzusetzen, sondern Ziele zu erreichen, sprich die Emissionen entsprechend zurückzudrängen. Und dazu gehört natürlich auch, Verbrennungskraftmaschinen so effizient wie irgendwie möglich zu machen. Also Sie sehen an dieser Grafik, das ist möglich. Jetzt kann man natürlich die nächste Frage stellen, um welchen Preis ist das denn möglich? Haben wir denn überhaupt die Rohstoffe, um genug Biokraftstoffe zu produzieren? Und wie Sie an dieser Grafik sehen, wir bräuchten nur 7% mehr Produktionsvolumen an Biokraftstoffen, wenn wir den Tanktourismus weitestgehend loswerden würden, um unser Klimaziel per 2030 zu erreichen. Und wir sprechen ja jetzt nicht von der Rivalität zwischen Teller, Trog und Tank, sondern wir sprechen ja jetzt von Biokraftstoffen der letzten Generation, die wir aus Altspeiseöl beispielsweise, also hydriertem Pflanzenöl, produzieren oder wo wir aus Bionafta entsprechende Kraftstoffe gewinnen. Das heißt, wir brauchen nur 7% mehr an Volumen und das sollte sich problemlos darstellen lassen. Das wird sich vielleicht 2035, 2040 nicht mehr darstellen lassen, weil wir möglicherweise dann diese Altstoffe für die Kunststoffindustrie verwenden möchten. Aber bis 2030 wäre das möglich. Ja, dann haben wir oft diese Diskussion über E-Fuels. Könnten E-Fuels sozusagen eine lebensverlängernde Maßnahme für den Verbrennungsmotor darstellen? Technologisch schon, aber das Problem ist, da kostet der Liter ungefähr 3,80 Euro. Und das wäre wahrscheinlich prohibitiv für die Akzeptanz, zumindest im Massenmarkt, dieses Treibstoffes. Aber wir sprechen jetzt nicht über E-Fuels, sondern wir sprechen über biogene Kraftstoffe. Und wir haben diese Preispfade entsprechend berechnet und Sie sehen, dass die nominellen Kraftstoffpreise inflationiert auf rund 2 Euro steigen würden bis 2030. Und wir würden also beim Dieselpreis bei entsprechenden Beimischungsquoten eine Erhöhung um 9 Cent sehen und bei Benzin eine Erhöhung um 4 Cent. Das ist gerade mal das, was wir durch die CO2-Bepreisung von einem aufs andere Jahr dazu bekommen. Also ist in keiner Weise prohibitiv. Wir können also, um das nochmal klar zu formulieren, das 2030er Emissionsziel erreichen durch eine entsprechende Ausweitung unserer Beimischungen biogener Kraftstoffe und das Ganze zu geringen volkswirtschaftlichen Kosten, weil der Treibstoffpreis kaum zunimmt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin der Meinung, Österreich ist gar nicht so sehr Tourismusland, sondern zuvorderst Mobilitätsland. Und die Automobilwirtschaft ist ein essentieller Teil dieses Mobilitätstraumes. Ich danke Ihnen. Ein sehr spannender Ausflug, Dr. Christian Helmenstein. Gibt es eine Möglichkeit jetzt auch noch, wenn Sie noch 2-3 Minuten Zeit haben, wenn es Fragen gibt, dann ganz kurz aufzeigen. Ich komme auch gern Fragen im Publikum abholen, um Ihnen diese Möglichkeit zu geben. Variante 2, die österreichische Bundesregierung, die da im Entstehen ist, Sie haben sie angesprochen, wie sehr referenziert die auch auf das, was Sie da jetzt herausgefunden haben, wie sehr wird das, kann das auch immer wieder einfließen? Ich weiß, unter anderem gibt es jetzt gerade einen Forschungsauftrag, der ins Holzland Steiermark erteilt wurde, wo man aus Holzresten und Holzabfallstoffen Dieseltreibstoffe herstellen wird, eine Versuchsanlage, die da entsteht. Das heißt, das Ganze ist schon auch in Vorbereitungen, in Umsetzung oder fehlt es da noch ein bisschen an politischem Willen? Ja, es gibt ja eine ganz große Bereitschaft, hier technologieoffen vorzugehen. Nicht? Und wir sprechen ja über eine wirklich ganz große Bandbreite vom Hybridantrieb über den klassischen Verbrennungsmotor, aber eben mit entsprechenden Biokraftstoffbeimischungen bis hin zu E-Fuels natürlich, das batterieelektrische Fahrzeug und möglicherweise eines Tages natürlich auch ein wettbewerbsfähiges wasserstoffangetriebenes Fahrzeug. All das geht aber nicht ohne entsprechende Innovationsanstrengungen. Das Automobil hat mehr als 100 Jahre Geschichte hinter sich und schauen wir uns an, wie weit wir gekommen sind. Ja, und jetzt sprechen wir über batterieelektrische Antriebe, die vielleicht 10 oder 15 Jahre Historie hinter sich haben. Also es ist doch davon auszugehen, dass wir hier noch enorme technologische Sprünge erwarten können, wenn wir uns nicht verfrüht auf ganz bestimmte technologische Pfade festlegen würden. Und die Klimaziele trotzdem noch erreichen können. Ja, dann, ich hätte da bei Professor Brach hat eine Frage, die hole ich noch schnell ab und dann gehen wir weiter. Würden Sie uns bitte grundsätzlich noch etwas sagen zum Wasserstoffauto und zur Einschätzung, wie Sie das sehen? Ja, bei der Wasserstofffahrzeug würden wir vor allem noch materialwissenschaftliche Fortschritte sehen müssen, was die Katalysatoren da angeht. Wenn ein platinorientierter Katalysator prohibitiv teuer ist, dann wird sich es natürlich nicht durchsetzen. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass durch entsprechende Forschungsanstrengungen wir da in wettbewerbsfähige Dimensionen hineinkommen.
Wir werden eines Tages eine wasserstoffbasierte Wirtschaft haben, neben einer strombasierten Wirtschaft, aber wir müssen ja Strom in irgendeiner Weise speichern und wir werden Strom auch in Form von Wasserstoff speichern wollen. Da gibt es noch eine interessante Querverbindung. Uns allen ist wahrscheinlich das Moore'sche Gesetz bekannt. Nicht? Das Moore's Law ist ja jene Regelhaftigkeit, die von Gordon Moore, einem der Gründer von Intel, im Vorjahr 93-jährig verstorben, formuliert worden ist, dass sich die Leistungsfähigkeit unserer Rechner alle 18 bis 24 Monate verdoppelt. Ich habe das einmal für Windkraftanlagen in Österreich berechnet. Das Moore'sche Law geht nämlich dort auch. Alle 48 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit der in Österreich errichteten Windkraftanlagen. Das klingt so harmlos. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nämlich ein Realexperiment in Österreich im Weinviertel gemacht. Wir haben da dutzendfach 1995 einen bestimmten Windradtyp errichtet, das Modell Zitzersdorf, dutzendfach. Diese Anlagen werden alle ersetzt im Sinne des Repowerings. Wie viele Anlagen des Jahres 1995 ersetzt ein modernes Windrad des Jahres 2024? Sie haben eine Zahl vor Augen? 210 Stück. Ein einziges Windrad ersetzt 210 Anlagen des Jahres 1995. Wir werden nicht zu wenig Strom haben, sondern wir müssen diesen Strom speichern, wenn er anfällt. Und das wird über Wasserstoff gehen und über andere Energieträger gehen. Und dann, einen Satz darf ich noch anfügen, wo ich mir wirklich von der österreichischen, aber vor allem von der europäischen Politik einen Politikwechsel erwarte, ist die Herangehensweise. Nehmen Sie das Beispiel Sustainable Aviation Fuels. Und das hat natürlich eine Querverbindung auch zum Automobil. Dann setzen die Amerikaner alles dran, durch Investitionsförderung möglichst große Produktionsanlagen zu errichten und auf diese Weise die Stückkosten, also den Preis pro Liter SAF, nach unten zu bringen. Was ist unser europäischer Weg? Wir verteuern möglichst den fossilen Kraftstoff und werden auf diese Weise bei SAF und E-Fuels nie wettbewerbsfähig werden. Wir müssen genau den anderen gegenteiligen Weg, wie ihn die Amerikaner begehen, einschlagen. Unsere technologische Kompetenz dafür hätten wir. Also hochskalieren und dann in den Markt bringen. Dankeschön, Herr Professor. Danke auch für Ihre Frage.